Herzlich willkommen im Social Media Newsroom. Ich werde in diesem Video kurz erläutern, was Sie eigentlich hier machen können. Auf der linken Seite finden Sie chronologisch alle Pressemitteilungen eines Unternehmens. Sie können sich hier reinklicken in die Pressemitteilung und was neu ist, im Gegensatz zu einem herkömmlichen Pressebereich, Sie können kommentieren, uns Ihr Feedback geben und sagen, was Sie davon halten. Oder Sie können einfach die Pressemitteilung weiter twittern. Der Newsroom bietet also Interaktivität und Dialog. Auf der rechten Seite finden Sie die Ansprechpartner, oftmals verlinkt mit Xing-Profilen oder einer Anfahrtskizze und Social-Media-Profilen. Zu diesen Social-Media-Profilen gehört zum Beispiel Facebook, das Videoportal YouTube, MySpace, das Fotoportal Flickr, der Kurznachrichtendienst Twitter oder andere Videoportale. Immer dann, wenn Sie dieses Symbol hier sehen, können Sie einen RSS-Feed abonnieren. Das hat den Vorteil, dass Sie immer, wenn wir eine neue Pressemitteilung einstellen, direkt darüber informiert werden, ohne E-Mail. Weiter unten finden Sie Termine, Sonderseiten zu speziellen Themen, die Einbindung von Blogs, in diesem Fall der Nachwuchsblogs, Blog unserer Agentur, Studien oder ein Archiv der letzten Artikel. Auf der rechten Seite sehen Sie das Facebook-Profil unserer Agentur, einen Pressespiegel über Zucker in den Medien, unseren Twitter-Account, aktuelle Fotos und Videos. Eine Volltextsuche kann Ihnen dabei helfen, Artikel zu finden über den gesamten Zeitraum